Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science-Fiction-Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thrillern und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanalinfo. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Hörspielzeit hier auf SRF 2 Kultur. Weiter geht's heute Abend in unserer Sommerreihe Crime Classics. Heute mit einem erfolgreichen Routinier des Radiokrimis, der Franzose Alain Franck. Alain Franck, geboren 1927 und gestorben im letzten Jahr, war erst Buchhändler und Journalist, bevor er zu einem der erfolgreichsten Kriminalautoren des französischen Rundfunks und Fernsehens wurde. Bei Franck steht, wie übrigens bei vielen französischen Krimiautoren, nicht die Tat an sich im Vordergrund. Ihn interessieren mehr die Personen, die direkt oder indirekt daran beteiligt waren. Er spürt den gewollten oder zufälligen Widersprüchen, den gesellschaftlichen Zwängen nach. Und er zeigt das Menschliche, das oft allzu Menschliche auf. In seinem Hörspiel »Besuch aus Paris« aus dem Jahre 72 taucht er in die Enge und Zwänge eines französischen Provinzdorfes ein. Dem ist vor Jahren eine junge Frau entflohen, ein Paradiesvogel, die statt in heimischen Klischees in Paris ihr Glück versuchen wollte. Nun kehrt sie für eine kurze Reise in ihr Heimatdorf zurück, um es nie mehr zu verlassen. Madame Collin? Ja? Inspektor Taillancourt, Kriminalpolizei. Polizei? Ja, aber die Landpolizei war doch schon hier. Ich weiß, Madame. Die Akte ist dem Kriminalkommissariat von Dünkirchen übergeben worden und ich bin mit der Untersuchung des Falles beauftragt. Aha. Ja, kommen Sie herein, Monsieur. Danke, Madame. Entschuldigen Sie, ich gehe voraus. Bitte, Madame. Warten Sie, ich mache ein bisschen hell. Ich habe das Geschäft zugemacht. Die Kunden wollen ja doch nur wissen. Die Untersuchung wird hoffentlich die Beisetzung nicht verzögern. Ich denke nicht. Nein. Sonst müsste ich dem Herrn Pfarrer Bescheid sagen, wegen der Messe. Verstehen Sie? Ich verstehe. Aber da der Amtsarzt schon seinen Bericht gemacht hat, sehe ich eigentlich keinen Grund. Nehmen Sie Platz, Monsieur. Danke, Madame. Ich weiß, es wird schmerzlich für Sie sein, Madame, aber ich bin verpflichtet, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ja, natürlich. Nach dem Bericht der Landpolizei ist Ihre Tochter vor 2 Tagen, also am Montagabend, ermordet worden. Ja. Das Verbrechen geschah in dem kleinen Waldstück zwischen dem Dorf und dem Fluss. Sie selbst haben Ihre Tochter tot aufgefunden. Ja, Monsieur. Erzählen Sie mir doch so, was passiert ist. Das habe ich doch der Landpolizei schon... Ja, ich möchte es von Ihnen noch mal hören. Ja, also. Marie-Jeanne ist nach dem Abendessen noch einmal weggegangen. Sie wollte noch ein wenig spazieren gehen. Hm? Als sie um 1 Uhr noch nicht zurück war, da habe ich mir Sorgen gemacht. Und ich habe sie dann gesucht. Ausgerechnet im Wald? Um diese Zeit? Ja, Monsieur. Wussten Sie denn, dass sie dort war? Ich wusste es nicht. Ich habe es vermutet. Es war nämlich ihr Lieblingsplatz. Ich habe sie auch gefunden. Auf der Lichtung der alten Eiche. Es war entsetzlich, Monsieur. Sie sind sofort ins Dorf zurückgegangen? Ja, natürlich. Um Hilfe zu holen. Ich dachte ja, sie wäre nur verletzt. Ich bin zu Monsieur Wörn gerannt, dem Lehrer. Warum ausgerechnet zum Lehrer und nicht zum Arzt? Der wohnt im Berg, 7 Kilometer von hier. Ich verstehe.
Das Haus von Monsieur Verne ist das erste im Dorf. Außerdem wusste ich gar nicht recht, was ich tat. Gut. Sie haben also den Lehrer geweckt? Ja. Und er ist dann mit mir zurückgegangen zur Lichtung. Er hat gleich gesehen, dass Marie-Jeanne tot war. Nachher hat er mich zu sich nach Hause mitgenommen und hat die Polizei verständigt. Um welche Zeit hatte Ihre Tochter das Haus verlassen? Gleich nach dem Abendessen. Nach dem Abendessen, entschuldigen Sie. Können Sie das nicht etwas genauer angeben? Es war vielleicht 8:30. Halb neun. Ist sie direkt in den Wald gegangen? Nein. Sie ist zuerst noch zu den Wimreux hinüber. Wer ist das? Albert Wimreux, der den Souvenirladen hat, auf der anderen Seite vom Marktplatz. Der Mann von Morissette Seclin, meinem Patenkind. Albert Wimreux. Wimreux mit einem W. Ja, Monsieur. Wimreux. Ist sie lange dort geblieben? Nicht sehr. Ach, sie ist nur einmal hierher gekommen? Nein. Sie ist direkt in Richtung Wald gegangen. Ja, woher wissen Sie das? Haben Sie sie gesehen? Ja. Ich sah zufällig in diesem Augenblick aus dem Fenster. Ah ja. Warten Sie. Sie haben der Polizei erklärt, dass Ihre Tochter Geld in ihrer Handtasche hatte. Ja, Monsieur. Wie viel war es? Mehr als 1,000 Francs. Oh, 1,000 Francs. Als die Polizisten an Ort und Stelle kamen, haben sie kein Geld gefunden. Keine Brieftasche, kein Portemonnaie. Auch die Handtasche war verschwunden. Ja, Monsieur. Haben Sie denn, als Sie Ihre Tochter fanden, die Handtasche auch nicht gesehen? Nein, es war nichts da. Nur der große Stein. Voll Blut. Ich habe nur das gesehen. Madame, als Sie durch den Wald gelaufen sind, ich meine das erste Mal, um Sie zu suchen, sind Sie dann niemandem begegnet? Um diese Zeit? Was denken Sie? Nun, Ihre Tochter ist ja auch. Das ist doch nicht dasselbe. Sie hat das schon immer gern gemacht. Allein in der Nacht spazieren gehen. Ich habe ihr oft genug gesagt, es wäre nicht richtig von ihr. Aber sie hat ja nicht auf mich gehört. Etwas ganz anderes. Ihre Tochter wohnte nicht hier im Dorf, nicht wahr? Normalerweise lebte sie nicht bei Ihnen. Nein. Sie war seit 4 Jahren in Paris. Was machte Ihre Tochter in Paris? Ich glaube, sie war Sekretärin. Sie glauben? Wo war sie beschäftigt? Ich weiß nicht. Sie hat es mir nicht gesagt. Aber entschuldigen Sie, Madame. Ich hörte nicht allzu oft von ihr, wissen Sie? Ab und zu eine Karte. Ach, war das der erste Besuch in diesen 4 Jahren? Ja. Und war sie allein? Ich meine, hat jemand sie begleitet? Nein, Monsieur. Sie ist mit dem Bus gekommen. Sie hatte sich nicht einmal angemeldet. Ich erwartete sie gar nicht. Ach so. Ja. Sagen Sie, Monsieur, werden Sie lange im Dorf bleiben? Wie? Oh, ich weiß noch nicht. Das hängt ganz von der Untersuchung ab. Die Polizisten sind der Meinung, dass es bestimmt ein Landstreicher war, der sie umgebracht hat. Einer, der es auf das Geld abgesehen hatte. Ja, schon möglich. Aber der Mörder hat weder Fingerabdrücke noch sonst identifizierbare Spuren hinterlassen. Ich muss also deshalb versuchen, herauszubekommen, was Ihre Tochter in der Zeit vor dem Mord gemacht hat. Sie werden also zu den Wimreux gehen? Natürlich. Ich werde Sie verhören, wie andere Personen auch. Andere Personen? Ja, aber dann wird es doch ein schreckliches Gerede geben. Ja, das lässt sich leider nicht ändern, Madame, das tut mir leid. Es liegt nicht in meiner Macht zu verhindern, dass man sich für einen Mordfall interessiert. Und Sie haben doch sicher auch den Wunsch, dass der Täter so schnell wie möglich entlarvt und verhaftet wird. Ja. Selbst wenn die Untersuchung eine gewisse Zeit dauern sollte, selbst wenn dadurch Gerede, wie Sie sagen, im Dorf entsteht, oder irre ich mich? Nein. Aber mit Marie-Jeanne, verstehen Sie, mit Marie-Jeanne hat es schon so viele Scherereien gegeben. Die Leute haben gerade erst angefangen, sie zu vergessen. Was für Scherereien? Oh, Mädchengeschichten.
Früher einmal. Könnten diese Mädchengeschichten nicht irgendwie in Beziehung stehen mit dem Mord? Aber nein, es waren doch Kleinigkeiten. Dann ist sie schon 4 Jahre fort. Also heute denkt kein Mensch mehr daran. Gut. Tja, das wär's vorerst. Ich werde jetzt gehen, Madame. Sie haben mir doch alles gesagt, was Sie wissen, nicht wahr? Ja, Monsieur. Gut. Ach, wahrscheinlich komme ich noch einmal wieder. Und wenn Sie irgendetwas Neues erfahren, vergessen Sie bitte nicht, es mir mitzuteilen. Auf Wiedersehen, Madame. Monsieur? Guten Tag, Madame Vimreux. Ja? Inspektor Taillancourt, Kriminalpolizei. Ach. Albert! Ja? Die Polizei ist da. Polizei, was will die denn? Ich weiß nicht, komm doch mal her. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht ins Esszimmer führe, aber der Kleine ist eingeschlafen. Ich möchte nicht, dass er aufwacht. Nicht weiter wichtig, Madame. Wir sind hier ganz gut aufgehoben. Ja. Kommen Sie aus Dünkirchen? Ja, ja. Aha. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur. Ich führe die Untersuchung in der Mordsache Collomb. Ja, und? War Mademoiselle am Montagabend, bevor das Unglück passierte, hier bei Ihnen? Ja, sie ist nach dem Abendessen gekommen, um uns auf Wiedersehen zu sagen. Auf Wiedersehen? Wollte sie denn abreisen? Ja, sie musste am nächsten Morgen wieder nach Paris zurück. So. Haben Sie bemerkt, ob sie eine Handtasche bei sich hatte, als sie hier war? Ich glaube, ja. Ich weiß es ganz genau. Eine Lederhandtasche, die sie über der Schulter trug. Ach, wissen Sie zufällig, was sie enthielt? Du meine Güte, nein. Es waren über 1000 Frauen drin. So viel? Wussten Sie es nicht? Ja, sie hat gesagt, sie hätte viel Geld bei sich, aber dass es so viel war, scheint ja ganz gut verdient zu haben in Paris. Glauben Sie, dass man sie deshalb ermordet hat? Vielleicht, Madame. Aber dazu musste der Mörder erst einmal wissen, was in der Handtasche drin war. Na, hier jedenfalls hat er es nicht erfahren. Es kam niemand herein, solange sie bei uns war. So. Um welche Zeit ist sie wieder gegangen? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Es kann nicht spät gewesen sein. Sie ist ja nur kurz geblieben. 10 Minuten oder eine Viertelstunde, mehr nicht. Mhm. Ach, haben Sie gesehen, ob jemand draußen auf Sie gewartet hat? Ist ihr einer gefolgt? Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe hinter ihr die Tür abgeschlossen, habe das Licht gelöscht. Und dann sind wir gleich schlafen gegangen. Wussten Sie, dass sie noch einen Spaziergang in den Wald machen wollte? Nein. Ja, je weniger man wusste, was sie trieb, desto besser war es. Warum? Ja, einfach so. Es gab immer Schwierigkeiten mit ihr. Schon als kleines Mädchen war sie sonderbar. Sie wollte nie mit uns spielen. Sie blieb immer in ihrer Ecke und amüsierte sich ganz allein. Sie machte nie etwas wie die anderen. Ah ja. Sie kannten sie natürlich schon lange. Oh ja, wir beide, Marie-Jeanne und ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und Sie, Monsieur? Ich habe sie ab und zu mal gesehen. Das Dorf ist ja nicht groß. Du kannst es ihm doch ruhig sagen, Albert. Bevor sie nach Paris ging, waren sie verlobt. Ja, verlobt. Wir hatten mal gesagt, wir heiraten. Vielleicht. Das ist alles. Aber es ist ja nichts draus geworden, also lohnt es sich nicht, davon zu reden. Mit deinem Bein hätte sie dich sowieso nicht mehr genommen. Mit ihrem Bein? Was ist mit ihrem Bein, Monsieur? Ah, nichts. Ich kann nicht ohne Stock gehen. Ach, ein Unfall? Ja. Was ist passiert? Ich bin ungeschickt gefallen. Eine Leiter ist weggerutscht. Und die Narbe an ihrem Handgelenk ist auch davon? Ja, ich habe im Fallen eine Scheibe zerschlagen. Meine Hand ist halb gelähmt. Zum Glück ist es die linke. Ja, zum Glück. Sagen Sie so, für mich ist die linke genauso viel wert wie die rechte. Das hat mir mein ganzes Leben versaut. Albert. Vor meinem Unfall war ich Mechaniker. Ich wollte mich selbstständig machen. Mit einer Garage. In einer richtigen Stadt. Nicht in diesem gottverlassenen Nest. Albert. Und stattdessen verkaufe ich Postkarten.
Mit 28 Jahren bin ich ein Krüppel. So etwas darfst du nicht sagen, Albert. Ja, du hast ja recht. Es ist besser, wir reden über das Ganze nicht mehr. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Oh, bitte. Ich muss noch einkaufen gehen, wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Nein, nein. Ihr Mann wird mir schon die Auskünfte geben, um die es mir zu tun ist. Albert, ich lasse die Tür zum Zimmer offen. Wenn der Kleine aufwacht, kannst du ihn hören. Ja, in Ordnung, ich passe schon auf. Wenn es Zeit fürs Fläschchen ist, bin ich bestimmt wieder da. Aber falls er weinen sollte, schau bitte nach. Ja, 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 ich habe schon gesagt, ich kümmere mich um ihn. Wissen Sie, Monsieur, der Kleine hat vorigen Monat Krämpfe gehabt. Darum lasse ich ihn nicht gern allein. Die Babykrankheiten interessieren den Inspektor doch nicht. Los, mach endlich deine Besorgungen. Ja, ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen, Madame. Tja. Was denken Sie so über den Fall, Monsieur? Sie haben das Opfer ja gut gekannt. Die arme Marie-Jeanne. Es ist sehr traurig. Ist das alles? Der Tod Ihrer ehemaligen Verlobten scheint Sie nicht besonders zu beeindrucken. Was soll ich Ihnen darauf antworten? Vorbei ist vorbei. Und 4 Jahre sind eine lange Zeit. Mhm. Aber warum? Warum haben Sie sie eigentlich nicht geheiratet? Sie wollte absolut nach Paris gehen. Ich konnte ihr doch nicht nachlaufen. Na, haben Sie nicht versucht, sie zurückzuhalten? Da sieht man, dass Sie sie nicht gekannt haben. Wenn Marie-Jeanne sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war nichts mehr dagegen zu machen. Und außerdem lag ich im Krankenhaus, als sie fortging. Sie ist nicht mal gekommen, um mir auf Wiedersehen zu sagen. Sie ist also zur Zeit ihres Unfalls weggegangen? Ja. Hat Marie-Jeanne sie wegen ihres Gebrechens im Stich gelassen? Nein, sie hatte Arbeit gefunden in Paris. Mhm. Sagen Sie, ist sie wirklich deshalb fortgegangen? Ich frage mich, ob ihr Fortgehen nicht einen anderen Grund gehabt hatte. Es soll doch Scherereien gegeben haben, bevor sie das Dorf verließen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe vorhin mit Marie-Jeannes Mutter gesprochen. Hat sie Ihnen das gesagt? Sie hat mir nicht erklären wollen, worum es dabei ging. Sie hat nur ein paar Andeutungen gemacht. Aber Sie könnten mir vielleicht etwas Genaueres erzählen. Hm? Bei den Mädchen gibt es doch immer irgendwelche Geschichten. Sicher. Aber ich habe den Eindruck, bei Marie-Jeanne Collomb gab es mehr als bei den anderen. Meinetwegen können Sie denken, was Sie wollen. Aber anstatt mich mit Ihren Fragen zu belästigen, sollten Sie lieber den Strolch suchen gehen. Welchen Strolch? Ja, den, der Sie umgebracht hat. Ach so. Fragen Sie mal die Polizisten, was die dazu meinen. Die haben gleich gesagt, das kann nur ein Landstreicher gewesen sein. Aber zur Stunde läuft er immer noch frei herum und keiner ist hinter ihm her. Oh doch, doch, Monsieur, doch. Ich bin hinter ihm her. Ich suche den Mörder, wer es auch sei. Strolch oder nicht. Auf Wiedersehen. Herr Inspektor? Ja? Entschuldigen Sie, ich hätte nicht wütend werden dürfen. Aber wenn man über meinen Unfall spricht, dann kann ich mich einfach nicht beherrschen. Man darf mir das nicht übel nehmen. Schon gut, schon gut. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Auf Wiedersehen, Monsieur Vimreux. Mademoiselle? Ja? Einen Camembert, bitte. Sofort. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Aber nur Inspektor. Ach, Sie kennen mich. Ich habe Sie heute früh ankommen sehen. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie von der Polizei sind. Tatsächlich. Ich habe eben den Blick dafür. Darf ich? Ja, ja, ja. Setzen Sie sich. Danke. Hier ist die Camembert. Danke. So, das Geschirr nehme ich gleich mit, dann gibt's ein bisschen Platz hier. Und Sie, Vater Durier, was kann ich Ihnen geben? Einen kleinen Cognac.
Und einen für den Inspektor. Gut. Nein, 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 für mich nicht. Ich bin nicht fertig mit dem Mittagessen. Na, dann trinken Sie ihn nachher. Nein, wirklich, danke. So, Sie heißen also Dorier? Ja, Herr Inspektor, Gustave Dorier. Mhm. Ich bin hier im Dorf geboren. Also, da können Sie sich denken, ich kenne alle ganz genau. Ich höre, was geschwatzt wird. Man erzählt mir so manches. So, so? Also, wenn ich alles sagen würde, was ich weiß, säßen manche ganz schön in der Klemme. Ja. Wer zum Beispiel? Oh, gewisse Leute. So, Ihr Cognac. Danke, schönes Kind. Na, du hättest das Glas aber ein bisschen voller machen können. Es ist voll bis zum Strich. Was hat sie Ihnen so erzählt? Wer? Die Mutter von Marie-Jeanne. Das müssten Sie doch wissen, wo Sie bei alles auf dem Laufenden sind, was im Dorf so vor sich geht. Madame Courland, die ist für mich erledigt. Wir sind aneinander geraten letztes Jahr. Vor dieser Frau, da müssen Sie sich in Acht nehmen, Inspektor. Ah, ja? Man weiß nie, was die denkt. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie sich am Montagabend mit ihrer Tochter gestritten hat? Woher wissen Sie das? Hä? Woher Sie das wissen? Ich habe sie gehört, verdammt nochmal. Als ich zufällig an ihrem Haus vorbeiging, was die zusammengeschimpft hat, mein lieber Freund. Und die Marie-Jeanne, die hat ganz schön zurückgegeben. Die war auch nicht besser als ihre Mutter. Sagen Sie, wie spät war das? Gegen 8:30, 9. Und worüber haben Sie sich gestritten? Also, davon weiß ich leider nichts. Ich bin dann weitergegangen. Tatsächlich. Das wundert mich aber. Nun, Dorier, haben Sie den Herrn Inspektor noch nicht genug belästigt? Ich belästige ihn noch nicht. Wir plaudern und trinken ein Gläschen dabei. Guten Tag, Herr Inspektor. Guten Tag. Ich heiße Pierre Verne. Verne? Der Lehrer? Ja. Sie kommen gerade recht. Ich hatte schon die Absicht, Ihnen nach dem Essen einen Besuch abzustatten. Ach, Monsieur Dorier. Ja? Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihren Cognac am Buffet zu trinken? Was? Nein, nein, natürlich nicht. Bin ja auch schon fertig. Also dann auf Wiedersehen, Inspektor. Auf Wiedersehen. Setzen Sie sich doch, Monsieur Van. Danke. Jeanette? Ja? Das Geld liegt auf dem Buffet. Ist recht. Adieu. Adieu. Jeanette? Ja? Bring mir einen Kaffee. Für mich auch einen, Jeanette. Ja. Kein Dessert, Inspektor? Nein, danke. Was treibt eigentlich dieser Dorier? Och, das ist ein alter Wildtyp. Und immer von einem Gläschen zum anderen. Nachts fängt er Kaninchen und am Tage trägt er den Dorfklatsch von Haus zu Haus. Ja, das habe ich schon bemerkt. Was wollten Sie mich denn fragen, Herr Inspektor? Ja, Madame Gourland hat mir gesagt, dass sie in der Mordnacht bei Ihnen war, um Hilfe zu holen. Ja, das stimmt. Sie kam so um 1:30 angerannt, wie eine Wahnsinnige. Naja, sie hatte ja auch allen Grund. Es war furchtbar, wie man das arme Ding zugerichtet hatte. Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Ja, 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 die Fotos liegen bei den Akten. Als Sie auf die Lichtung gekommen sind, haben Sie da nichts bemerkt, Monsieur Verne, was uns ermöglichen könnte, den Mörder zu identifizieren? Du lieber Himmel, nein. Ich bin schleunigst wieder nach Hause gelaufen, um die Polizei anzurufen. Ja, ja, natürlich. 2 Kaffee. Danke. Merci, Jeanette. Wie weit sind Sie, Herr Inspektor? Geht's vorwärts mit Ihrer Ermittlung? Nun ja. Ich möchte nicht indiskret sein. Aber Sie sind nicht indiskret. Ich könnte Ihnen sowieso nicht viel sagen. Niemand weiß etwas, niemand hat was gehört. Ich stelle Fragen und bekomme nur ausweichende Antworten. Nichts als Andeutung. Na schön. Sie scheinen Land und Leute nicht sehr gut zu kennen. Für die Menschen hier sind Sie ein Fremder. Und ein Fremder, das ist jemand, dem man misstraut, dem man nichts sagt. Aber es handelt sich doch schließlich um einen Mordfall. Ja und, was ändert das? Nehmen Sie zum Beispiel mich. Ich lebe jetzt
Über 20 Jahre in diesem Dorf. Seit 20 Jahren bringe ich den Kindern Lesen und Schreiben bei. Seit 20 Jahren kommen die Eltern zu mir, damit ich ihnen helfe, ihre Steuererklärungen zu machen und so. Und trotzdem bin ich für sie immer noch ein Fremder. Wenn ich eine Türe aufmache, herrscht allgemeines Schweigen. Ihre kleinen Familienaffären gehen mich nichts an. Und da glauben Sie, der Sie erst seit heute Morgen da sind, man werde offen mit Ihnen reden? Ja. Aber ich werde Sie schon noch dazu bringen, mir zu sagen, was Sie wissen. Hm. Naja. Zigarette? Danke, ich rauche nur Pfeife. Kannten Sie das Opfer? Marie-Jeanne. Ja. Die war bei mir im Fortbildungskurs. Ich habe sie nicht vergessen. Sie hat mir ziemlich viel Mühe gemacht. So? Inwiefern? Sie hat sich am Unterricht überhaupt nicht beteiligt. Dabei war sie sehr intelligent, aber die Schule, die langweilte sie. Die jungen Burschen, die interessierten sie viel mehr. Mhm. Aber da war nichts weiter dabei. Ein Lächeln hier, ein Zwinkern da, mal ein Kuss. Das war alles, so viel ich weiß. Aber ihr Ruf war trotzdem schnell ruiniert. Ja, und die Sache mit dem armen Wimereux brachte dann das Fass zum Überlaufen. Wimereux, dem Invaliden. Ja, dass er Invalid ist, das ist eben die Schuld von Marie-Jeanne. Ach. Er hatte ihretwegen eine Prügelei, vor 4 Jahren. So, das ist ja interessant. Mir hat er etwas ganz anderes erzählt. Also, was genau ist eigentlich vorgefallen? Ja, also, die zwei, die waren doch seinerzeit verlobt. Ja. Und am Sankt-Barbara-Tag hatte sie einen gewissen Cassel zum Ball eingeladen, den Sohn eines Reders aus den Kirchen. Und die zwei haben den ganzen Abend zusammen getanzt. Cassel? Ja. Marie-Jeanne Cassel. Nun brauche ich Ihnen ja nicht erst zu sagen, wie Ihr Verlobter darauf reagiert hat, zumal alle seine Kollegen ihn damit aufzogen. Er ist immer wütender geworden und nach Schluss der Tanzerei hat er sich dann mit einem Messer in der Hand wie ein Wilder auf Cassel gestürzt. Aber Cassel war stärker als er. Wimereux hat bei dem Kampf sich am Handgelenk verletzt, eine scheußliche Wunde, eine Sehne durchschnitten, glaube ich, gelähmt. Und um das Pech vollzumachen, ist er auch noch unglücklich auf die Stoßstange eines Wagens gefallen. Resultat, doppelter Beinbruch, der schief verheilt ist. Hat es denn kein gerichtliches Nachspiel gegeben? Wieso gerichtliches Nachspiel? Cassel hatte in Notwehr gehandelt. Und Wimereux war eindeutig im Unrecht. Er war betrunken. Und er selbst hatte doch mit der Schlägerei angefangen. Hm. Dann ist Marie-Jeanne also wegen dieses Vorfalls fortgegangen. Natürlich. Es hat einen schrecklichen Skandal gegeben. Das halbe Dorf war hinter ihr her, um es ihr heimzuzahlen. Sie ist noch in der gleichen Nacht auf und davon. Und seither ist sie nie mehr hier gewesen. Bis zur vorigen Woche. Das arme Ding. Wäre sie lieber in Paris geblieben? Apropos Paris. Wussten Sie, dass sie ihre Ferien abbrechen und Dienstag früh wieder fortfahren wollte? Nein, das wusste ich nicht. Aber es wundert mich auch nicht. Ferien in diesem Dorf für ein Mädchen von 24, das ist nicht sehr lustig. Sie hatte wahrscheinlich nach 3-4 Tagen schon genug davon. Ja, möglich, schon möglich. Aber ich finde es trotzdem auffallend, dass sie gerade kurz vor ihrer Abreise ermordet wurde. Ein Zufall wahrscheinlich. Die Polizei war der Meinung, es wäre... Ja, die Tat eines Landstreichers, ich weiß. Aber das erscheint mir wenig logisch zu sein. Schon wegen der Art und Weise, wie man sie umgebracht hat. Der Stein? Ja, der Stein. Ein Vagabund hätte sie niedergeschlagen. Hätte ihr die Handtasche entrissen und wäre so schnell wie möglich verschwunden. Der Gerichtsarzt erklärt aber, der Mörder habe mindestens 10-mal zugeschlagen. Hm. Ja, ich verstehe, was Sie damit sagen wollen. Meiner Ansicht nach kannte sie der Mörder, und zwar gut. Und er hasste sie. Es genügte ihm nicht, dass sie tot war. Er wollte sie auch noch verunstalten. Vielleicht sich rächen. Nein. Nein, Herr Inspektor, Sie täuschen sich. Na, warum? Schließlich ist er durch Ihre Schuld zum Krüppel geworden. Wenn das vor 2 Jahren passiert wäre, dann könnte es so gewesen sein. Aber jetzt ist das zu spät. Er hat ein neues Leben angefangen. Er hat die kleine Morissette geheiratet. Sie haben ein Baby. Mm-mm. Nein, er hätte doch das alles nicht in einem Wutanfall aufs Spiel gesetzt. Ich bin da nicht so sicher wie Sie. Nun ja, jetzt weiß ich wenigstens, welche Geschichte Madame Gollon gemeint hat. Sagen Sie, verstand sie sich eigentlich gut
mit ihrer Tochter. Madame Collomb? Ja. Haben Sie sie gesehen? Immer in schwarzen Kleidern, geschlossen bis zum Hals. Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, zu jammern, sich über irgendetwas zu beklagen. Und Marie-Jeanne? Marie-Jeanne war das absolute Gegenteil, voller Schwung, immer zum Lachen bereit. Sie wollte leben. Nein, die beiden, die haben sich nicht verstanden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Als ich heute Morgen bei Madame Collomb war, da hatte ich den Eindruck, dass der Tod ihrer Tochter sie nicht übermäßig bedrückte. Sie wünschte nur eines, dass der Fall so schnell wie möglich abgeschlossen würde und das Gras über die ganze Sache wächst. Was wollen Sie? Ein Skandal in 4 Jahren, das ist für diese Frau mehr als genug. Oh, es ist gleich 2:30. Ich habe ja noch einen Beruf. Jeanette! Nein, nein, lassen Sie, das mache ich schon. Oh, das geht doch nicht, Herr Kommissar. Aber bitte, bitte, Späße. Also dann, vielen Dank. Wenn Sie heute Abend noch da sind, kommen Sie mich doch mal besuchen. Ich habe doch einen sehr guten alten Landwein im Keller. Danke, mit Vergnügen. Genau das Richtige für mich. Also dann, bis zum Abend, Inspektor. Bis zum Abend. Sie haben mir heute Morgen nicht die Wahrheit gesagt, Madame Collomb. Ich? Aber doch. Nein. Sie haben mir nicht gesagt, warum Ihre Tochter vor 4 Jahren fortgegangen ist. Sie haben mich auch nicht danach gefragt. Außerdem sind das alte Geschichten, die längst vergessen sind. Oh, nicht für jeden, Madame, nicht für jeden. Albert Wimreux zum Beispiel hat gute Gründe, sich daran zu erinnern. Ach, Sie wissen? Ich weiß, warum Ihre Tochter das Dorf verlassen musste. Und Sie, Madame, Sie haben nicht den geringsten Versuch gemacht, sie zurückzuhalten, sie in Schutz zu nehmen. Sie können sich ja nicht vorstellen, Monsieur, wie das war. Man zeigte mit Fingern auf mich. Die Kunden kamen nicht mehr. Niemand sprach mehr mit mir. Ich schämte mich. Ein ganzes Leben habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und dann sowas. Es war die Hölle, Monsieur. Es hat sich doch alles wieder ganz schön eingerenkt. Das hat lange genug gedauert. Jetzt noch. Sehen Sie, Madame Seguin zum Beispiel, die Frau des Apothekers, die kauft ihre Wolle heute noch im Berg, 7 Kilometer von hier, nur damit sie nicht zu mir kommen muss. Was haben Sie eigentlich empfunden, als Ihre Tochter in der vorigen Woche so plötzlich hier auftauchte? Ich war froh, sie wiederzusehen. Ach, wirklich? Sie haben sich aber gleich am Montagabend heftig gestritten. Wer sagt das? Duryea. Er hat Sie beide gehört. Ach, der will mir doch bloß etwas anhängen. Nun, ich sehe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Worüber haben Sie sich gestritten? Wir haben uns nicht gestritten. Madame, seien Sie doch nicht so eigensinnig. Ich bekomme zum Schluss ja doch die Wahrheit heraus. Auch das war wieder Ihre Schuld. Kaum war sie hier, hat sie wieder mit ihren Schlichen angefangen. Was für Schliche? Nun, Madame, jetzt, wo Sie einmal den Anfang gemacht haben, müssen Sie auch bis zum Ende gehen. Was hat sie getan? Sie war kaum aus dem Bus gestiegen, da ist sie auch schon zu Albert gegangen. Am Abend war Morissette ganz durcheinander. Vielleicht hatte das gar nichts mit dem Besuch ihrer Tochter zu tun. Oh, doch. Dann ist sie jeden Tag wieder hingegangen. Sobald Morissette aus dem Haus war, lief sie zu ihm. Einmal ist er sogar hierher gekommen, um sie zu besuchen. Sie flüsterten miteinander, damit ich ja nichts hören konnte, worüber sie sich unterhielten. Und darum haben sie sich mit ihrer Tochter gestritten? Ja. Aber Madame... Sie sollte die beiden in Ruhe lassen. Da ist schon ihr Kleiner, der nicht ganz gesund ist. Und wenn Albert fortgegangen wäre, hätte Morissette das nicht überlebt. Wie? Wimreux wollte fortgehen. Woher wissen Sie das? Was macht das schon aus? Jetzt, wo sie tot ist, ist das nicht weiter wichtig. Lassen Sie bitte mich entscheiden, Madame, was wichtig ist, ja? Woher wissen Sie, dass Wimreux fortgehen wollte? Hatte Ihre Tochter Ihnen etwas davon gesagt? Ja, sie war Montag früh bei ihm. Als sie nach Hause kam, war sie ganz vergnügt. Während dem Abendessen habe ich sie dann gefragt, was es gäbe. Da sagte sie, Albert will mit mir nach Paris kommen. Weiter. Ich habe auf sie eingeredet, dass es nicht gut wäre, mit solchen Dingen Spaß zu treiben und dass sie Albert daran hindern sollte, seine Frau zu verlassen. Darauf hat sie mir geantwortet, hab keine Angst, ich lass ihn deiner lieben Morissette. Ich mag nämlich keinen Krüppel. Ich bin so wütend geworden, dass ich sie anschrie. Sie soll sofort verschwinden und wieder in ihr Paris zurückgehen. Aber sie wollte nicht. Sie wüsste nicht, wohin, erklärte sie.
Sie hatte doch wohl ein Zimmer in Paris, eine Wohnung, eben oder? Eben nicht! Man hatte sie vor die Tür gesetzt. Sie hatte ihre Miete 3 Monate lang nicht bezahlt. Augenblick. Verdiente sie nicht eine ganze Menge? Tja, das erzählte sie überall herum. Aber es stimmte nicht. Die Firma, bei der sie arbeitete, hatte sie entlassen. Das war der Grund, warum sie hergekommen ist. Als sie ankam, hatte sie keinen Centime mehr. Mal langsam, Madame, langsam. Sie haben mir doch erklärt, sie hätte viel Geld in ihrer Handtasche gehabt, über 1000 Francs. Woher stammten die? Madame, heraus mit der Sprache. Die gehörten nicht ihr. Wem gehörten sie dann? Ach, Ihnen? Ja. Haben Sie sie ihr gegeben? Ich verstehe. Sie hatte sie Ihnen gestohlen. Sie sagte, mit dem Geld würde sie am nächsten Morgen wieder fortgehen. Haben Sie versucht, ihr das Geld wieder wegzunehmen? Ich wollte nicht handgreiflich werden. Ich würde gerne rauchen, darf ich? Bitte. Danke. Ich beginne langsam klar zu sehen, Madame. Fassen wir doch einmal zusammen. Sie streiten sich mit ihrer Tochter. Sie stiehlt ihnen ihre Ersparnisse. Dann geht sie zu den Wimereux. Währenddessen begeben sie sich hinauf in ihr Schlafzimmer, um aufzupassen, wann sie zurückkommt. Nein, ich habe es zufällig gesehen. An diesen Zufall glaube ich nicht so recht, Madame. Sie sehen sie also bei den Wimereux herauskommen. Aber anstatt über den Marktplatz und nach Hause zu gehen, nimmt sie die Straße nach Berg in Richtung auf den Wald. Mit ihren 1000 Francs in der Handtasche. So war es doch. Ja, Monsieur. Na gut. Was haben Sie dann getan? Ich? Nichts. Aber als sie gegen 1 Uhr immer noch nicht da war, da wurden Sie unruhig und machten sich auf die Suche nach ihr. Ja, Monsieur. Ich wundere mich über die plötzliche Sorge um Ihre Tochter, Madame, die Sie gerade vor die Tür gesetzt hatten und die noch dazu Ihre Ersparnisse gestohlen hatte. Haben sich die Dinge wirklich so abgespielt? Ja, Monsieur. War es nicht eher so, dass Sie ihr nachgeschlichen sind, als sie die Richtung zum Wald einschlug? Aber nein! Haben Sie sie nicht auf der Lichtung eingeholt, Madame? Haben Sie nicht einen Stein aufgehoben? Nein, sie nein, wollten sie nein, zwingen, ihnen das Geld zurückzugeben, Madame. Ich habe das nicht, das habe ich nicht getan. Monsieur, selbst wenn sie Unrecht getan hatte, es war doch meine Tochter, Monsieur. Es war meine Tochter. Beruhigen Sie sich, Madame. Sie behaupten, Sie seien ihr nicht nachgegangen. Wie kommt es dann aber, dass Sie sofort zu der Stelle gelaufen sind, wo Sie Ihre Tochter ja dann auch gefunden haben? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie ging früher oft im Wald spazieren. Aber die Lichtung, Madame Colon, die Lichtung. Warum sind Sie direkt dorthin gegangen? Dort hat sie sich früher immer mit Albert getroffen. Also nach allem, was ich von Ihrer Tochter weiß, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie rührselig an den Ort pilgerte, wo sie früher mit ihrem Verlobten zusammenkam, den sie außerdem bereits vor 4 Jahren verlassen hatte. Ich weiß nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Sobald Sie mir geantwortet haben, woher wussten Sie, dass Sie Ihre Tochter auf dieser Lichtung finden würden? Oh, natürlich. Darauf hätte ich ja gleich kommen müssen. Sie war nicht allein, als sie von Wimereux fortging. Madame, Ihre Tochter war nicht allein, als sie von Wimereux fortging. Wimereux hat sie begleitet. Stimmt's? Ja, aber er war es nicht, Monsieur. Ich schwöre Ihnen, er war es nicht. Er hätte so etwas niemals getan. Dazu liebte er sie zu sehr. Nun, das soll er mir selber sagen. Ach, Sie sind's. Stört Sie das? Nein, nein. Was gibt's denn? Sie sind ein verdammter Lügner, Wimereux. Hey, hey, was fällt Ihnen ein? Sie wissen ganz genau, dass ich recht habe. Ihr Unfall zum Beispiel. Sie erinnern sich? Ihr Unfall mit der Leiter und das Übrige. Ach, das meinen Sie? Nein, nein, nicht nur das. Sie haben auch in einem anderen Punkt gelogen, der viel schwerwiegender ist. Und was wäre das? Als Mademoiselle Courlon am Montagabend von Ihnen fortging, da haben Sie sie begleitet. Warum haben Sie behauptet, sie wäre allein gewesen? Ich wollte keine Scherereien. So, Sie wollten keine Scherereien. Na, die werden Sie jetzt erst recht bekommen, mein Bester. Warum haben Sie sie begleitet? Es war schön.
Ich wollte noch etwas Luft schnappen. Luft schnappen. Und Ihre Frau? Ist die auch mitgekommen? Nein, die ist hier geblieben. Hat sie sich nicht darüber geärgert, wenn Sie mit Ihrer früheren Verlobten allein waren? Ganz bestimmt nicht. Ja. Wohin sind Sie gegangen, Sie beide? Bis zum Waldrand. Da haben wir eine Weile geschwatzt. Wie lange? Das weiß ich nicht mehr. 10 Minuten vielleicht, eine Viertelstunde. Und dann? Da bin ich wieder nach Hause zurück. Direkt? Ja. Wie spät war es? Ja, wie spät. Andauernd fragen Sie mich dasselbe. Ich habe keine Ahnung mehr. Als ich nach Hause kam, da weinte das Baby. Ich habe mich mit ihm beschäftigt. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Schade. Worüber haben Sie gesprochen? Sie und Mademoiselle Collomb? Ich erinnere mich nicht. Ging es nicht darum, dass sie am nächsten Tag wieder abfahren wollte? Ja. Sie bat mich, an die Bushaltestelle zu kommen und ihr auf Wiedersehen zu sagen, bevor sie abfuhr. So. Darf ich mich setzen? Hinter Ihnen steht ein Stuhl. Danke. Wimre, es muss hart für Sie gewesen sein, als Marie-Jeanne Sie vor 4 Jahren verlassen hat. Ich meine, das hat Ihnen doch sicher was bedeutet, Sie wiederzusehen. Nicht wahr? Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Sicher gefreut. Ist das alles? Ja, ich habe nicht mehr an Sie gedacht. 4 Jahre, verstehen Sie? Na, 4 Jahre, das ist keine so lange Zeit, 4 Jahre. Hören Sie, Wimereux, wir sind jetzt unter uns. Ich kann mir gut vorstellen, wie das war. Sie fing gerade erst an, Sie zu vergessen. Und plötzlich, da taucht sie wieder auf, wie vom Himmel gefallen. Immer noch so hübsch, schick angezogen, das alte Lächeln auf den Lippen. Und ihr erster Besuch galt natürlich Ihnen. Sie kam, um meiner Frau guten Tag zu sagen. Ja, das erste Mal vielleicht, ja. Aber dann ist sie immer nur wieder gekommen, wenn Sie allein waren. Und Sie haben sie auch bei Ihrer Mutter besucht. Wir kannten uns seit unserer Kindheit. Wir hatten uns eine Menge zu erzählen. Sicher, das ist ja auch ganz normal. Sie hat Ihnen geschildert, wie sie in Paris lebte. Sie hatte einen guten Posten, hatte ihr gutes Auskommen. Und Sie haben ihr von Ihrem kleinen Souvenirladen erzählt, von der Krankheit des Kindes, von Ihrem Leiden. Und von Ihrer Frau, die ja ganz nett ist, sicher, aber eben nicht so nett wie Marie-Jeanne. Ihre Frau hätte Ihnen nicht dazu verhelfen können, eine Garage zu übernehmen. Was für eine Garage? Na, Ihr Plan, den Sie mal hatten. Erinnern Sie sich? Sie wollten doch Marie-Jeanne heiraten und dann eine Garage aufmachen in einer richtigen Großstadt. Sagen Sie, warum rühren Sie diese alten Geschichten wieder auf? Weil ich gern verstehen möchte. Was verstehen? Den Grund, warum Sie fortgehen wollten. Was sind Sie verrückt? Ich wollte nicht fortgehen. Wimre, keine Lügen jetzt. Mademoiselle Golan hat jemanden erzählt, dass Sie mit ihr nach Paris gehen wollten. Wem? Ihrer Mutter. Das ist doch nicht möglich. Sie konnte das gar nicht erzählen. Ich habe ihr deutlich gesagt, dass ich hier nicht weggehen würde. Ach, Sie haben es ihr gesagt? Also war doch davon die Rede. Ja, ja. Sie wollte, dass ich mitgehe. Sie hatte sogar schon neue Pläne. Aber ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. Einen Laden hier im Dorf. Ich wollte das nicht alles aufgeben. Marie-Jeanne, das war für mich vorbei. Hören Sie, vorbei! Ja, ja. Aber Sie brauchen sich deswegen nicht so aufzuregen. Sie werden mich nicht überzeugen, nur weil Sie schreien. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, dann eben nicht. Sie ist nun einmal tot. Und ich kann nichts dafür. Sind Sie sicher? Was soll denn das heißen? Na schön. Drehen wir die Situation doch einmal um. Nicht Marie-Jeanne hat Ihnen angeboten, nach Paris zu gehen, nein. Sie selbst wollten mit ihr fort von hier. Da sind Sie wahnsinnig? Sie haben ihr gesagt, dass ihr Entschluss feststünde, dass Sie Ihre Frau verlassen und mit Marie-Jeanne fortgehen würden. Aber sie hat Sie nur ausgelacht und hat Ihnen ins Gesicht gesagt, dass sie von einem Krüppel nichts wissen wolle. Einem Krüppel? Oh, Sie sind ein ganz gemeines Schwein. Ich wiederhole nur, was Marie-Jeanne selbst erzählt hat. Sie hat sich über Sie lustig gemacht. Und da, in Ihrer Wut, haben Sie einen Stein genommen. Sie verdammte Schwein! Wo ist die Handtasche, Wimreux? Welche Handtasche? Die Sie gestohlen haben, um einen Raubmord vorzutäuschen. Na, suchen Sie sie doch! Suchen Sie sie doch! Ich hindere Sie nicht daran, alles durchzuwühlen. Also gut, ich habe verstanden. Ich werde Sie hier nicht finden.
Aber die 1000 Francs, die werden Sie doch wohl nicht verbrannt haben. 1000 Francs. Nach denen können Sie auch ruhig suchen. Keine Gefahr, Sie finden nichts. Los, machen Sie die Ladenkasse auf. Sie vergeuden nur Ihre Zeit. Ich habe nicht mal einen 50-Franc-Schein. Seit einer Woche habe ich keinen Kunden mehr gesehen. Wer soll hier auch schon anhalten bei diesem Wetter, um Souvenirs zu kaufen? Das ist kein Beweis für Ihre Unschuld. Sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass ich Sie umgebracht habe? Es ist nicht mein Beruf, etwas zu glauben, sondern Beweise zu suchen, also suche ich. Wissen Sie, wo meine Frau ist? Nein. Auf dem Bauernhof bei Ihren Eltern. Sie will Sie bitten, uns etwas Geld zu borgen. Die können mich nicht ausstehen. Sie werden ja eine Stunde lang eine Gardinenpredigt halten. Ist immer dasselbe Lied. Hätte sie nicht einen Taugenichts geheiratet, brauchte sie jetzt nicht betteln zu kommen. Sehr bedauerlich für Sie, Wimreux. Aber ich sehe nicht ein. Wenn ich das Geld von Marie-Jeanne hätte, wäre meine Frau nicht bei ihren Eltern. Ist das alles, was Ihnen eingefallen ist, um sich reinzuwaschen? Ja, ja, Sie glauben ja nie etwas. Und ich sage Ihnen noch einmal, ich habe Sie nicht umgebracht. Tja, Sie müssten es beweisen, Wimreux. Nein, nein, oh nein, ich kenne das Gesetz. Es ist Ihre Sache, dem Verdächtigen seine Schuld nachzuweisen. Oh, ich sehe. Sie haben die Sache gründlich studiert. Sie scheinen kein sehr reines Gewissen zu haben. Ach, Sie öden mich an. Haben Sie endlich alles ausgepackt, dann hauen Sie ab. Ich bin schließlich hier zu Hause. Los, gehen Sie! Schön, Wimreux, ich gehe. Aber hören Sie mir gut zu. Ich werde jetzt meine Vorgesetzten anrufen, bis sie über Ihre Person einen Entschluss gefasst haben. Und da sage ich Ihnen, Ihre Wohnung zu verlassen. Verstanden? Da können Sie beruhigt sein. Ich habe nicht die Absicht abzuhauen. Ah, da ist ja der Herr Inspektor. Na, Monsieur Durier. Also, was wollen Sie? Haben Sie mir etwa aufgelauert? Oh nein, ich komme hier zufällig vorbei. Na, zufällig. Wie neulich abends. Unter dem Fenster von Madame Collomb. Unter dem Fenster? Ah ja, ganz recht, ja. Mit dem ist nicht zu spaßen, hm? Mit wem? Albert Wimereux. Haben die Ihnen gesagt, dass Sie im Wald waren, in der Nacht, wo Marie-Jeanne umgebracht worden ist? Woher wissen Sie das? Ich habe sie gesehen, jawohl. Ich frage mich bloß, was die dort gemacht haben. Und Sie? Ich? Ja, Sie. Sie müssen ja auch dort gewesen sein, wenn Sie die anderen gesehen haben. Ich frage mich, weshalb waren Sie nachts im Wald? Ja, Sie haben gewildert, wie üblich, was? Fallen aufgestellt. Naja. Wie kommt es eigentlich, dass Sie mich fortlaufend mit interessanten Neuigkeiten überraschen können? Warum haben Sie das alles nicht gestern den Polizisten erzählt? Den Polizisten? Ja. Mit denen verstehe ich mich nicht besonders. Wirklich? Wahrscheinlich eine ganze Menge Vorstrafen, was? Oh, nur Kleinigkeiten, Herr Inspektor. Nur Kleinigkeiten? Na, das werden wir ja sehen. So. Hier. Was ist das? Nur eine Vorladung. Heute Abend, 7 Uhr auf dem Revier. Hä? Um 7 auf dem Revier, heute Abend. Aber ich habe doch nichts verbrochen. Ich will ja auch nur wissen, warum Sie mir dauernd über den Weg laufen. Und warum Ihnen so viel daran liegt, mir zu helfen. Ich möchte Ihnen gerne einen Gefallen tun, Herr Inspektor. Das ist sehr nett, sehr nett. Aber wollen Sie mich nicht eher auf eine falsche Fährte locken, was? Falsche Fährte? Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Nein? Nein. Och, die Wilddieberei verschafft Ihnen doch ein ganz gutes Alibi, nicht? Kein Mensch wundert sich, wenn Sie in der Nacht überall herumschleichen. Haben Sie nicht vielleicht auch rein zufällig Marie-Jeanne Collomb gesehen, als Sie im Wald waren? Nein. Sind Sie ganz sicher? Sie haben doch gehört, worüber sie sich mit Ihrer Mutter Montagabend gestritten hat. Sie wussten also, dass sie viel Geld in ihrer Handtasche hatte. Oh nein, Herr Inspektor, nein, 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 sowas hätte ich nie getan. Gut, ich will nur ab und zu ein bisschen
Aber darum bin ich noch lange kein Mörder. Hoffentlich nicht, Duryea. Hoffentlich nicht. Na los, los, verschwinden Sie. Und vergessen Sie nicht, heute Abend auf dem Revier. Das ist 8 Kilometer von hier. Ja, da haben Sie einen ganz schönen Spaziergang. Aber ich warne Sie, wenn Sie nicht pünktlich um 7 da sind, schicke ich Ihnen die Polizei der ganzen Gegend auf den Hals. Und glauben Sie mir, wir würden nicht lange brauchen, um Sie zu finden, verstanden? Ja, ja, verstanden. Guten Tag, Herr Inspektor. Guten Tag, Madame Vimreux. Waren Sie bei uns? Ist mein Mann zu Hause? Ja, ja. Nun, hat es geklappt bei den Eltern? Bei den Eltern? Die habe ich nicht gesehen. Um diese Zeit sind die nie zu Hause. Sie sind auf dem Feld. Ach, Sie waren nicht bei Ihnen? Doch, ich habe meine kleine Schwester besucht. Sie ist krank. Und ist das der einzige Grund, weshalb Sie zum Hof gegangen sind? Natürlich. So. Kommen Sie mit. Wohin? Zu Ihnen. Was ist denn los, Herr Inspektor? Das werden Sie schon noch sehen. Vimreux? Ach, Sie schon wieder. Ja, schon wieder. Schlechte Nachrichten für Sie, Vimreux. Ihre Schwiegereltern haben Ihrer Frau kein Geld gegeben. Meine Eltern? Was wollen Sie damit sagen? Ich erkläre dir das später. Oh nein, Vimreux. Mir werden Sie das erklären, und zwar sofort. Ich habe nichts zu sagen. Das wollen wir erst mal sehen. Wir haben schon alles gesehen. Wenn Sie einen Vorwand suchen, um mich zu verhaften, nun, da haben Sie einen. Albert! Pack mir meinen Koffer, Morissette. Ja, das ist doch nicht möglich, Albert. Er wird doch nicht mitnehmen. Natürlich. Sehen Sie doch an. Nichts ist ihm lieber als das. Nein, Albert, das darf er nicht. Genug, jetzt geh und hol mir meine Sachen. Aber... Geh doch schon! Ja. So. Ich verstehe, warum Sie mich so schnell los sein wollten vorhin. Ich sollte nicht mehr hier sein, wenn Ihre Frau zurückkommt. Sie wollten ihr zuerst erzählen, was Sie mir vorgelogen haben. Tja, Sie haben gut Komödie gespielt, bravo. Ich habe nicht einmal einen 50-Franc-Schein und meine Schwiegereltern, die mich nicht ausstehen können. Ich hätte Sie fast bedauert. Nun, wo sind die 1000 Francs? Ich sag nichts mehr. Fangen Sie nicht wieder so an, Vimreux. Was, Sie fangen ja an. Ich habe genug von Ihren Fragen. Ach ja? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie damit durchkommen. Machen Sie, was Sie wollen. Mir ist alles egal. Sehen mal an. Vorhin waren Sie aber nicht so sanftmütig. Interessant. Wie kommt es, dass Sie sich nicht streiten, sich nicht zur Wehr setzen? Wozu denn? Sie sind ja doch entschlossen, mich einzusperren. Also. Hier, Albert. Der Koffer. Danke. Ja. Auf Wiedersehen, Morissette. Pass gut auf den Kleinen auf. Haben Sie einen Wagen? Ja. Albert, das ist doch nicht möglich. Komm, sei still. Hör auf zu heulen. Worauf warten wir noch? Moment. Ich frage mich, warum Sie es plötzlich so eilig haben. Ja, Sie verhaften mich doch, oder? Nein. Nein. Ich habe begriffen, Vimreux. Glauben Sie nicht, dass wir jetzt genug diskutiert haben? Gehen wir endlich. Bleiben Sie. Sie wollen, dass ich Sie verhafte, weil Sie glauben, dadurch Ihre Frau zu schützen. Was? Sie sind ja verrückt. Madame, Sie waren es. Ja. Sie haben Marie-Jeanne Collomb umgebracht. Sie Schwein. Vorsicht, Vimreux. Albert, schau! Verdammt, Vimreux. Schwein! Albert! Ich denke, das genügt. Wenn ich noch meine gesunde Hand hätte. Los, setzen Sie sich. Widerstand gegen die Staatsgewalt kommt Sie teuer zu stehen, Vimreux. Sie dürfen es ihm nicht übel nehmen. Es ist nicht seine Schuld. Er ist nicht immer so gewesen. Doch, Madame, doch. Er ist immer heftig und streitsüchtig gewesen. Sie haben es nur nicht mehr bemerkt. Sie lieben ihn. Mhm. Darum haben Sie auch so große Angst gehabt, als vorige Woche Marie-Jeanne plötzlich wieder auftauchte, nicht wahr? Sie ist schon immer Ihre Rivalin gewesen, stimmt's? In der Schule schon. Später, während Sie auf dem Hof Ihrer Eltern arbeiten mussten, ging sie im Dorf spazieren und amüsierte sich. Ja, und schließlich hat sie sich sogar mit dem Mann verlobt, den Sie liebten. Für Sie war Marie-Jeanne nur eine böse Erinnerung. Sag nichts, Morissette, er hat kein Recht, dich zu verhören. Genug jetzt, Vimreux.
Hätten Sie die Abwesenheit Ihrer Frau nicht benutzt, um Ihre frühere Verlobte wiederzusehen, wäre vielleicht gar nichts passiert. Ich wollte ihn nicht verlieren. Sie wollten ihn nicht verlieren, ich weiß. Aber Sie fühlten deutlich, dass da etwas vor sich ging. Und am Montagabend war Ihnen klar geworden, dass Ihr Mann mit Marie-Jeanne fortgehen wollte. Als beide hier weggingen, sind Sie ihnen gefolgt? Das ist nicht wahr, sie ist zu Hause geblieben. Nein, jemand hat sie im Wald gesehen. Wer denn? Duryea. Der alte Säufer, das ist vielleicht ein Zeuge. Ich habe noch einen anderen Zeugen. Wen? Sie selbst. Mich? Ja. Als ich Sie gefragt habe, um welche Zeit Sie wieder zu Hause waren, sagten Sie, das Baby habe geschrien. Sie hätten sich mit ihm beschäftigt und nicht auf die Uhr gesehen. Sie haben sich mit ihm beschäftigt, Wimereux. Also, war Ihre Frau nicht da? Es beweist noch lange nicht, dass sie uns verfolgt hat. Nun, wo war sie denn? Bei einer Nachbarin. Nicht wahr, Morissette? Na, so sag doch etwas. Ja. Nein, Madame, nein. Ihr Kind ist krank. Sie lassen es nie allein. Das haben Sie mir heute Morgen selber gesagt. Wenn Sie es aber doch getan haben, mussten Sie einen schwerwiegenden Grund haben. Und dieser Grund war, Sie wollten Ihre Ehe retten. Als Ihr Mann wieder ins Dorf zurückgegangen war, sind Sie Marie-Jeanne nachgeschlichen und haben Sie auf der Lichtung eingeholt? Daran ist kein einziges wahres Wort. Alles ist frei erfunden, um dich nur hinter... Warum wolltest du mit ihr fortgehen? Warum? Aber nein, wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich wollte doch nicht fortgehen. Ich habe es doch gehört, Albert. Du hast ihr gesagt, dass du am Autobus sein würdest am nächsten Morgen. Warum? Ja, sie hatte mich doch gebeten zu kommen, um ihr auf Wiedersehen zu sagen. Glaub mir doch. Ist das wirklich wahr? Ja, Morissette. Ich schwöre dir, dass es wahr ist. Du musst mir glauben. Ja, dann... Dann war es für nichts und wieder nichts, was ich getan habe. Für nichts und wieder nichts. Für nichts. Und wieder nichts. Für nichts. Und wieder nichts. Für nichts. Und wieder nichts. Besuch aus Paris. Ein Hörspiel von Alain Frank. Mit Edgar Wiesemann als Inspektor, Eva Maria Duhan als Mutter, Wolfram Berger als Albert Wimereux, Maja Stolle als Morissette Wimereux sowie Horst-Christian Beckmann, Kurt Fischer-Fehling und Susanne Thom. Aus dem Französischen von Maria Frey, Regie führte Willi Buser.